Norwegen. Wer glaubt, das Land auf der skandinavischen Halbinsel bestehe nur aus Eis und Schnee, der hat weit gefehlt. Norwegens Natur ist rau, aber auch wirklich wunderschön. Bereits auf der Landkarte lässt sich erkennen, was die Nation in Europa und weltweit so einzigartig macht. Norwegens Küsten sind stark zerklüftet. Der Grund dafür sind die vielen Meeresarme, welche in das gebirgige Landesinnere hineinragen. Dieses Naturspektakel nennt man Fjorde. Fjorde entstehen dabei durch Gletscher, welche über Millionen von Jahren Richtung Meer wandern und so ein tiefes Tal in das Land graben. Schätzungen zufolge gibt es in Norwegen weit über 1000 Fjorde, so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Da ist es kaum verwunderlich, dass selbst das Wort Fjord ursprünglich aus dem Norwegischen kommt. Am beliebtesten unter Touristen ist dabei wohl der Geirangerfjord in Südnorwegen, welcher seit 2005 ein UNESCO-Weltkulturerbe ist. Ein besonderes Highlight in dieser atemberaubenden Landschaft ist der Wasserfall Sieben Schwestern, welcher ca. 300 Meter an den steilen Felswänden entlang in die Tiefe fällt. Neben den Sieben Schwestern gibt es auch noch weitere beeindruckende Wasserfälle in Norwegen. Mit einer Fallhöhe von insgesamt 860 Metern ist der Vinovoss der höchste Wasserfall Europas. Doch Norwegen besitzt noch weitere, faszinierende Naturrekorde. Der 50 Quadratmeter große See Hornindalsvatnet ist mit einer maximalen Tiefe von 514 Metern der tiefste See in Europa. Darüber hinaus gehört Norwegen mit über 150.000 zu den Ländern mit den meisten Inseln. Die Frage, welches Land die meisten Inseln hat, ist dabei nicht eindeutig zu beantworten und hängt ein bisschen davon ab, was man als Insel definiert. Dennoch sind die skandinavischen Länder Norwegen, Finnland und Schweden in den Ranglisten dazu immer auf den ersten Plätzen zu finden. Doch nicht nur in der Natur brechen die Norweger Rekorde, auch in internationalen Sportwettkämpfen räumt das Land so einiges ab. So ist Norwegen auf dem ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele auf dem zweiten Platz. Nur Deutschland hat mehr Gold-, Silber- und Bronzemedaillen in olympischen Winterdisziplinen gewonnen. Die drei erfolgreichsten Wintersportler kommen hingegen allesamt aus Norwegen. Und alle drei waren auf Ski unterwegs. Der Skisport, wie wir ihn heute kennen, hat tatsächlich seine Ursprünge in Norwegen. Erste Höhlenmalereien dazu entstanden schon vor ca. 4500 Jahren. Selbst das Wort Ski kommt aus der norwegischen Sprache und bedeutet so viel wie gespaltenes Holz. International ist Norwegen allerdings nicht nur wegen seiner sportlichen Erfolge bekannt, sondern auch aufgrund des hohen Lebensstandards seiner Bürger. Der Human Development Index misst die durchschnittlichen Werte eines Landes in grundlegenden Bereichen der menschlichen Entwicklung. Dieser wird jährlich von dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen veröffentlicht. Berücksichtigt werden unter anderem Indikatoren wie die Lebenserwartung bei der Geburt, das Bildungsniveau sowie das Pro-Kopf-Einkommen. Schon seit Jahren liegt Norwegen bei dieser Auswertung unangefochten auf dem ersten Platz. Auch bei der Pressefreiheit ist das skandinavische Land absoluter Spitzenreiter. Die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen erstellt jedes Jahr auf Grundlage von Fragebögen eine Bewertung der Pressefreiheit in fast allen Staaten der Welt. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass Journalisten ihrer Arbeit frei von staatlichen Einschränkungen nachgehen können. In den letzten 4 Jahren belegte auch hier Norwegen Platz 1. Seinen Bürgern einen so hohen Lebensstandard zu ermöglichen, ist sicherlich kein günstiges Unterfangen. Da trifft es sich sehr gut, dass Norwegen zu den reichsten Ländern der Welt gehört. Ein großer Teil dieses Reichtums ist auf das riesige Ölvorkommen vor der norwegischen Küste zurückzuführen. Nach einer Statistik der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist Norwegen der zweitgrößte Erdölexporteur in Europa, nach Russland, und liegt weltweit auf dem 9. Platz. Die Förderung von Erdöl ist für das skandinavische Land von enormer Wichtigkeit und macht Schätzungen zufolge fast ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung der Nation aus. Weitere wichtige Exportgüter Norwegens sind unter anderem diverse Bodenschätze, die Fischerei und der Tourismus. Und ja, auch der Tourismus zählt per Definition als Exportgut. Das Durchschnittseinkommen der Norweger ist aufgrund der starken Wirtschaft im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch. Allerdings ist das Leben in Norwegen aufgrund von hohen Steuern und relativ teuren Waren des täglichen Bedarfs nicht gerade billig. Doch wirklich nichts kommt an die absurden Butterpreise aus dem Jahr 2011 heran. In der Vorweihnachtszeit kam es damals zu einer nationalen Butterknappheit.
Alle Supermärkte waren so gut wie leer gekauft und es entstand ein florierender Schwarzmarkt für Butter. Teilweise wurden dabei von raffinierten Butterschmugglern oder illegalen Online-Händlern Preise von über 60 Euro pro Kilo verlangt. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Die Gründe dafür sind vielfältig. Im Sommer reduzierten starke Regenfälle die Milchproduktion. Dazu kam, dass die Nachfrage nach Butter in den letzten Jahren ohnehin schon kontinuierlich angestiegen war. Außerdem erhob Norwegen in dieser Zeit extrem hohe Zölle auf ausländische Butter, um die nationalen Bauern zu schützen. Und zu guter Letzt hatte sich einfach der größte Hersteller von Milchprodukten, Tine, schlichtweg bei der Menge der Butterproduktion verschätzt. All das und noch viele weitere Faktoren kamen zusammen und verursachten so die verheerende norwegische Butterknappheit von 2011. Wir reisen nun noch weiter in Norwegens Geschichte zurück, in die Zeit der Wikinger. Dieses kriegerische und seefahrende skandinavische Volk ist uns allen aus Film und Fernsehen nur allzu gut bekannt. Doch die meisten Darstellungen von Wikingern haben einen ganz großen Fehler: der Helm mit den Hörnern. Es gibt bis heute keine archäologischen Beweise, dass Wikinger eine solche Kopfbedeckung trugen. Das wäre auch sehr unpraktisch gewesen, denn so hätte ein Feind im Nahkampf nur auf die großen und leicht zu treffenden Hörner zielen müssen, um dem Wikinger den Helm vom Schädel zu reißen. Die meisten Historiker sind sich einig, dass diese falsche Darstellung der Wikinger auf die Uraufführung von Wagners Ring des Nibelungen aus dem Jahr 1876 zurückzuführen ist, also circa erst 800 Jahre nach der Wikingerzeit. Somit entstammt der Helm mit den Hörnern nicht aus der historischen Realität, sondern einfach aus der künstlerischen Fantasie eines Regisseurs. Einer der berühmtesten Wikinger ist wohl Leif Erikson, der Entdecker von Amerika. Zwar wurde Erikson in Island geboren, doch der Abenteurer hat starke Verbindungen zu Norwegen. So kamen beispielsweise seine Vorfahren aus dem skandinavischen Land und einer isländischen Sage nach wurde Erikson kurz vor seiner großen Reise am norwegischen Königshof aufgenommen. Um das Jahrtausend herum segelte Erikson dann mit seiner mutigen Crew Richtung Westen ins Unbekannte. Und sie wurden fündig. Der neu entdeckte Kontinent wirkte auf die Wikinger wie ein Paradies. Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass es schon vor Erikson Berichte über Sichtungen des neuen Kontinents gab, allerdings war der Wikinger der erste Europäer, welcher auch seinen Fuß auf das Festland setzte. Und so entdeckten die Wikinger Amerika, fast 500 Jahre vor dem italienischen Seefahrer Christoph Kolumbus. Deutlich später als Amerika wurde die arktische Inselgruppe Spitzbergen entdeckt, welche ca. 2000 Kilometer nördlich von der norwegischen Hauptstadt Oslo entfernt liegt. Aufgrund der einzigartigen Tierwelt, arktischen Eislandschaften und alten Bergbaustädtchen ist die weit abgelegene Region zu einem wahren Touristenmagnet geworden. Als Highlight gilt dabei das Beobachten von wilden Eisbären. Insgesamt beheimatet die Inselgruppe mehrere tausend Exemplare dieser faszinierenden und gefährlichen Tiere. Für die meisten Besucher beginnt ihre Reise dabei zunächst in Longyearbyen, dem größten Ort von Spitzbergen. Sehr hartnäckig hält sich dabei das Gerücht, dass es in der 2000-Seelen-Gemeinde verboten ist zu sterben. Doch das ist nicht ganz richtig. Ein Sterbeverbot gibt es hier zwar nicht, allerdings sind nur Urnenbestattungen möglich. Bei einer Erdbestattung könnten sich hier die Überreste, aufgrund des dauerhaft gefrorenen Bodens, nicht richtig abbauen. Darüber hinaus verbringen die wenigsten Einwohner von Longyearbyen auch dort ihren Lebensabend, da es hier nur ein sehr kleines Krankenhaus und keine Alters- oder Pflegeheime gibt. Deshalb fliegen viele Einheimische für ihre letzten Jahre auf das Festland zurück. Diese beiden kuriosen Umstände haben wohl die Entstehung und die Verbreitung des Gerüchtes begünstigt. Nicht weit von Longyearbyen entfernt befindet sich das Svalbard Global Seed Vault. Auf den ersten Blick wirkt dieses massive Bauwerk irgendwo im Nirgendwo wie aus einer anderen Welt. Doch was sich darin befindet, könnte eines Tages unsere Zukunft retten. Hierbei handelt es sich nämlich um den größten Saatguttresor der Erde. Aus der ganzen Welt wurden knapp 1,2 Millionen Samenproben von beispielsweise Mais, Reis, Weizen und anderen Nutzpflanzen gesammelt, um sie hier sicher einzulagern. Dadurch soll die pflanzliche Vielfalt gesichert werden, damit die Menschheit im Ernstfall, falls ein bestimmtes Saatgut auszusterben droht, eine Art Sicherheitskopie hat. Ziel ist es, die Natur, wie wir sie kennen, auch für zukünftige Generationen zu erhalten. Unterstützt wurde Norwegen bei diesem Unterfangen auch von den anderen skandinavischen Staaten.
Besonders das Nachbarland Schweden teilt dabei die Naturverbundenheit der Norweger. So gilt in beiden Nationen das sogenannte Jedermannsrecht, welches jedem Menschen einen freien Zugang zur Natur garantiert. Klicke jetzt auf mein Top 10 Fakten über Schweden Video, um mehr zu erfahren. Oder du schaust dir ein anderes, zufällig ausgewähltes Video von mir an. Falls du dich für die Themen Reisen, Geografie oder einfach für Kurioses aus der Welt interessierst, dann abonniere doch jetzt meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Auch über Likes und Kommentare würde ich mich sehr freuen. Neuer Content kommt jede Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.